Letzte Woche habe ich das Video veröffentlicht, wie man die Artischocke garen kann auf zwei Methoden. Einmal lecker mit Dip und einmal verschwenderisch. Jetzt habe ich hier noch wunderbar das Artischockenherz und das möchte ich auch noch verarbeiten. Ich habe es ja versprochen, das Video kommt heute mit dem Kabeljau. Dafür habe ich zum einen 25 Gramm Butter und eine sehr dünne Scheibe Pancetta. Also der ist wirklich mit sehr viel Fett, denn genau das Fett möchte ich etwas haben, um die Soße, die ich dazu koche, noch leicht zu aromatisieren. Dann hier etwas Fischfond, das sind 250 Milliliter und 50 Milliliter Sahne. Natürlich das Artischockenherz, Zwiebel, etwas Mehl, Salz, Pfeffer, Öl, Weißwein und dann noch ein Stück vom Kabeljau. Ich beginne mit der Soße, denn der Fisch geht relativ schnell. Da mache ich erstmal hier meine Kasserolle an und werde darin die Butter erstmal etwas schmelzen. Und in der Zeit, in der die Butter schmilzt, nehme ich hier etwas von dem Pancetta und schneide mir den wirklich schön fein erstmal in Julienne. Und da brauche ich auch nicht den ganzen, denn ich mache nur eine Portion heute. Und nachdem ich in Julienne geschnitten habe, mache ich ganz feine Würfel draus. Die kann ich auch gleich in die Butter mit reingeben und beim Schmelzen ja mit dazu, dass der Pancetta ganz langsam ausgelassen wird. Und so kann ich schon mal weitermachen mit der Zwiebel. Da brauche ich auch eigentlich nur ja so ein Drittel. Und die schneide ich erstmal schön in solche halbe Scheiben und dann in feine Würfel. Butter und Pancetta beginnen leicht zu braten, also gebe ich jetzt hier einmal die Zwiebeln dazu und kann jetzt schon die Temperatur senken. Ich war auf Stufe 9, so viel brauche ich gar nicht. Vor allem möchte ich ja die Zwiebeln nicht verbrennen und mit da rein gebe ich jetzt mein Mehl. Das ist ein halber Teelöffel, denn ich mache hier kurz eine helle Mehlschwitze. Das hilft mir einfach, dass die Soße ein bisschen besser abbindet. Und das Ganze lösche ich dann gleich ab mit Weißwein. Da verwende ich etwa 50 Milliliter. Da fängt auch gleich das Mehl an, etwas zu arbeiten und es einzudicken. Und wenn dann die Flüssigkeit drin ist, kann ich mit der Temperatur wieder hochgehen von der Stufe 6 auf die Nummer 8. Jetzt gieße ich das Ganze einmal mit meinem Fischfond auf. Da werde ich jetzt das Ganze weiter kochen, sodass die Flüssigkeit verdunstet, also reduziert und der Geschmack einfach intensiver und dichter wird. Und solange das einkocht, gehe ich hier schon mal an meine Artischocke. Die halbiere ich erst einmal. Die Hälfte nehme ich und schneide einfach so klassisch, wie man es teilweise auch kennt, hier solche kleinen Spalten draus. Die werde ich später mit etwas Thymian anbraten. Und hieraus nehme ich dann einfach die Artischocke und schneide sie in lange Streifen, die ich dann wieder einfach nehme und fein würfle. Der Sud kocht jetzt richtig ordentlich. Jetzt nehme ich nochmal ein zweites Töpfchen, ein feines Sieb und lasse das einmal hier durchgießen, damit ich jetzt nur noch den reinen Geschmack drin habe, aber nicht mehr die Stückchen von dem Pancetta und auch nicht von der Zwiebel, denn die möchte ich nicht drin haben. Ich möchte eine richtig schöne, feine Soße, wo dann nur noch etwas von der Artischocke drin schwimmt. Der abgegossene Sud kocht jetzt richtig stark und jetzt nehme ich die Sahne, 50 Milliliter, mache die dazu und rühre das Ganze einmal richtig stark. Lass es extremst aufkochen, dass die Sahne das Fett auch noch etwas emulgieren kann mit den anderen Zutaten, also mit der Flüssigkeit. Und dann nehme ich die Temperatur runter und gebe die kleingeschnittenen Stückchen von der Artischocke bzw. vom Artischockenherz mit rein. Die ziehen es da drin einfach langsam wieder warm. Und das war auch schon die Soße zu meinem Fisch. Kommen wir zum Kabeljau. Dafür nehme ich eine Pfanne. Ich brauche keine große, weil ich nur eine kleine Portion mache. Etwas Olivenöl. Und es ist selten, dass ich mit Olivenöl brate. Das wisst ihr ja. Jetzt sind wir in der mediterranen Richtung. Und ich habe ein Olivendresteröl da drin. Also kein kaltgepresstes. Das geht auch nicht so schnell kaputt.
Und der Kabeljau als solcher braucht auch nicht so viel Hitze. Der ist eigentlich schon perfekt gegart, wenn er im Kern um die 45 Grad hat. Den sollten wir auf gar keinen Fall komplett durchgaren. Ich salze das Öl gleich mal. Und wenn man den Kabeljau anschaut und die Haut schon weg ist, dann sieht man immer zwei Seiten. Einmal eine schöne gleichmäßige mit so einem minimalen rosa Strich in der Mitte. Das ist, wo die Haut gewesen ist. Und die andere Seite, die ist oftmals hier so ein bisschen offen. Ich möchte später auf dem Teller die schöne Seite, also die geschlossene, oben haben. Aus dem Grund brate ich die zuerst an, weil ich ihn ja später umdrehe. Und beim Fisch arbeite ich auch nicht auf voller Hitze, sondern auf mittlerer Stufe. Hier 6 von 9 bzw. 10. Für die Soße schneide ich noch etwas Schnittlauch, sehr fein, und gebe dann auch noch mit rein. Nach etwa so 3 Minuten salze ich die andere Seite vom Fisch auch noch und dann drehe ich ihn mir um und brate ihn dort noch weiter. Und jetzt nach weiteren 2 Minuten kann ich die Pfanne schon ausschalten, mehr brauche ich nicht. Um noch etwas mehr Farbe dran zu bringen, gehe ich da noch einmal mit dem Bunsenbrenner drüber und setze mir dann einmal hier auf ein Küchenpapier. Einfach damit er noch ein bisschen nachruht oder nachziehen kann und etwas vom Saft rausgeht. Denn der würde mir sonst in die Soße laufen und es wird dann nicht ganz so schön ausschauen. Dann geht's zum Anrichten. Ich schnapp mir einmal einen schönen Teller, einen tiefer mit breitem Rand, eignet sich da wunderbar. Dann nehme ich die Soße und verteile die einmal hier mittig im Teller. Da sieht man es auch schön, die Stückchen von der Artischocke. Da diese Artischocke ja schon gegart ist, kann ich die jetzt noch ganz kurz hier einmal in die Pfanne reinlegen und richtig heiß anbraten mit etwas Salz und Pfeffer. Dann lege ich hier schon mal den Fisch drauf und nicht ganz mittig, sondern leicht rechts versetzt, weil dann mache ich hier noch die Artischocken hin. Etwas Öl nach außen rum und natürlich optional, wenn man es noch hat. Ich habe noch etwas Trüffel übrig, dann noch ein paar Trüffel drüber, das ist der Sommertrüffel, und das wäre es gewesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit. Die Soße ist wirklich fantastisch, geht auch so durch die Säure ein bisschen in die Beurre Blanc Richtung. Ich liebe sie zum Fisch, perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.